Oh nein, das dauert wieder nur ewig. Oh. Ich will das Buch ehrlich gesagt nicht einsetzen, weil vielleicht kommt doch ein schlimmerer Raum. Ach, drauf geschissen, ganz ehrlich, das dauert mir viel zu lang. Viel zu lang, warum homet die nicht? Beschiss? 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 Ich glaube schon. So, mal ganz ruhig. Wir sind uns ja auch so ähnlich. So, stirbst du dann auch mal? Wie wär's mal mit sterben? Dankeschön. Schwere Geburt. So, was hätten wir hier? Scheiße. Ich brauche keine Scheiße. Oh, Double Loki. Der wird auch etwas dauern, vermutlich. Aber, okay, was soll man machen? Es sei denn natürlich, ich treffe sie so schön beide hier. Und, oh, Fliege, komm. Ja, das ist praktisch, wenn man die Bombenfliegen gleich bei ihm kaputt machen kann. Dann, ja, extra Damage ist extra Damage. Das ist nichts allzu wenig. Na, oh, das wäre perfekte Gelegenheit gewesen. Oh, perfekt. Ha, Double Kill. Moment mal, das war ein Quad Kill. Yeah! Multikill. So, die Würmer sind nicht mehr so gefährlich mit dem Laser. Oh, Isaac's Head, okay. Das wäre dann so ein Kopf bei uns, der Tränen schießt und die würden Gegner durchdringen. Aber ich will natürlich das Polaroid behalten. Wow, Kugelhagel. Kugelhagel. Ach ja, apropos Kugelhagel. Ich werde mich auf den Endkampf freuen. Ohne irgendwelche Beschützer-Items. Oh ja, das wird lustig. Bloody Penny würde bei einer Münze, die wir aufheben, mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit Herzen spawnen. Genauso wie der Flat Penny Schlüssel spawnt und der Burnt Penny Bomben spawnt. Die Penny-Items sind allgemein sehr gut. Also die Penny-Trinkets. So, wir hätten hier Double Sloth. Kein Problem. Hat nicht sonderlich viel Gesundheit und lässt mir eine Karte fallen. Meistens zumindest. Ja, da ist sie. Wheel of Fortune. Okay, vielleicht bekommen wir ja die... Schade, ich dachte, wir bekommen die andere. So, da hätten wir Ace of Spades. Das würde meine... Das ist ein Trinket. Hier seht ihr es. Das würde meine Chance auf Karten erhöhen. Wobei, ich könnte das ja mal halten und dabei hier zocken. Vielleicht hilft es ja was. Aber ich habe ja Lockdown gefunden. Danke nochmal, Spiel. Okay, rote Herzen kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gebrauchen. Wird das noch was oder vergeude ich hier meine Zeit? Ich glaube, zweiteres, okay. Tschüss und tschüss. So, hier hätten wir den berüchtigten Endkampf. Samson vs. Isaac. Mit der affengeilen, super abgespaceden Musik. Und wir haben kein verdammtes Viech, das uns beschützt. Okay, aber wir haben Little Gish. Wir haben Little Gish. Oh, habe ich auch nicht erklärt, verdammt. Ganz vergessen. Der schießt so Teerkugeln und die verlangsamen Gegner. Und wenn Gegner verlangsamt sind, dann fliegen ihre Projektile nicht so weit, wie ihr hier erkennen könnt. Und sie fliegen vor allem auch langsamer. Ja, der Typ hier, bei dem kann man das nicht gut demonstrieren, dass die Gegner langsamer sind, weil er sich überhaupt nicht bewegt. Zumindest nicht auf die Art, wie ich es meine. Aber ist schon in Ordnung. So. Ich wünschte, ich hätte Marms Fuß noch. Der macht viel Schaden. Habt ihr ja gesehen. So. Das wird nämlich eigentlich nur aus Ausweichen und bla bla bla, aber ist ja in Ordnung. Muss ja auch mal sein. Autsch. Dafür bekommst du eine Bombe reingedrückt, Freundchen. Ja, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr Schaden nehmt, die Unverwundbarkeit nutzen und hingehen und eine Bombe legen. Oder wenn ihr Poison Touch oder sowas habt. Oder den Dolch um euch rum oder irgendwie das Messer oder so, dann geht auf Nahkampfangriff, solange ihr unverwundbar seid. Das zerstört ihn. Oder halt Bomben legen. Aus, so wie ich hier, bam, vorbei und Bombe gelegt und wieder weg. Und ich hier nochmal, weil das ja nicht so, weil das ja nicht anders will. Und die Engel nerven gerade ein bisschen. Um nicht zu sagen sehr, wie sie das immer tun. Aber wir haben es gleich, Leute. Genau jetzt. Jetzt, genau. Und bekommen natürlich einen Dark Mitre, ein blaues Herz. So, weiter geht's. Wir werden in der Chest. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, das Messer ist mit Brimstone, glaube ich, nicht so geil. Das habe ich auch mit Polyphemus gesagt. Aber egal, so hätten wir den Skeleton Key. Das bedeutet 99 Schlüssel. Das Yum Heart würde uns um ein rotes Herz auffüllen. Also auch ein Spacebar-Item. Das Monster Manual spawnt immer einen zufälligen Begleiter. Und ich mache das einfach, weil es eine geile Lache hat. Yeah, zum Beispiel hätten wir jetzt Little Chubby.
Oh, verdammt, Little Chubby, auch so ein Item, was ich nie mehr finde. Nie. Ich habe das ewig, seit Ewigkeit nicht mehr gefunden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wow. Und den hätte ich auch mal gern wieder. Der ist cool. Little Chubby rocked. Aua, du aber nicht. Double Husk. Wow, Massaker. Warum ging da mein Laser nicht los? Keine Ahnung, niemand weiß es. Egal. So, weg mit dir. Oh, das war ein Fail. Ein Fail. Komm schon. Schade. Nein, geh weg. 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 Danke. So, und tot. So, ich glaube, ich habe noch... Oh, Greed. Hi, Greed. Ich glaube, ich habe noch genug Herzen. Ich mache den jetzt einfach. Ich könnte einfach wieder rausgehen. Aber hey, wenn wir schon dabei sind... Ah, okay, und in der Chest ist es so, dass jede Truhe, die man öffnet, beinhaltet ein vollwertiges Pickup-Item. Ankh, damit, wenn wir sterben, werden wir wiedergeboren als Blue Baby praktisch, mit drei blauen Herzen und keinen roten Herzen mehr. Naja. Kann in manchen Situationen gut sein, aber jetzt bringt es mir natürlich nicht viel, weil ich nicht vorhabe zu sterben, ganz ehrlich. Und hier hätten wir einen der nervigsten Räume, weil er einfach nur ewig dauert. Deshalb... nutzen wir einfach mal das Buch, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Das ist einfach nur nervig. Das ist einfach nur nervig. Weil das so ewig dauert. Na. Stell dir mal vor, wir hätten keinen Esser. Stell dir mal vor, wir würden jedem immer nur einzeln Schaden machen. Gott, ihr wollt es euch nicht vorstellen. Nee. Ganz ehrlich, nee. Wollt ihr nicht. Haben wir es dann jetzt? Ja, einer ist weg. Wunderbar. Und dann auch. Okay. Oh, ich habe ein blaues Herz übersehen. So, durch die Batterie muss ich auch nicht großartig ganz viele Räume machen, um das Buch wieder voll zu kriegen. So, und Pestilence, du hast gerade deinen Mitstreiter verletzt. Das ist ja schon klar, oder? Aber ist ja nur Famine. Ist ja nur Famine. So. Wow, das waren viele Maden. Und das war auch viele Blutlust, die du mir da gegeben hast. Leider, leider bringt die Blutlust beim Endboss nicht so viel. Es sei denn, man findet irgendeine Möglichkeit, die Projektile zu zerstören, weil die als Gegner zählen. Aber, naja, okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns den Endboss und ich kann euch sagen, wir werden gewinnen, denn... ja, keine Ahnung, wir haben so viele Herzen, ich weiß nicht, wie ich da verliere, ich kann mir nicht vorstellen, so oft getroffen zu werden. Mal ehrlich. Aber, er hat eh getan. Trotz alledem, die Treffer schmerzen. Ja, und ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass der, also der hier Blue Baby, eigentlich genau dasselbe ist wie, genau das gleiche ist wie Isaac, nur dass halt ein paar random Homing-Tiers dabei sind und dass er ein paar Fliegen spawnt. Also ganz ehrlich, ich hätte mir so einen epischen, keine Ahnung was, Boss gewünscht, aber nicht einfach so eine Abkupferung. Nee, also, naja... Was soll's? Hauptsache die Musik haut rein. Au. Scheiße. Naja, wie man sehen kann, meine Herzen sind immer noch nicht auf dem Bildschirm. Das heißt, ich bin noch weit davon entfernt, was man Bedrohung nennt. Von daher würde ich sagen, naja, ist es eigentlich nur noch ein Spiel der Zeit. Bis der Kleine hier mal aufgibt. Und auf ist seine verdammten Engel auf mich. Ich stecke fest. Auf mich loszuschicken. So, das war's. Und mit den Engeln wird's auch gleich vorbei sein. Bäm und weg und tot. Tja, Leute. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was dieses Ende zu bedeuten hat? Also diese ganzen Fotos. Es gibt viele Spekulationen. Eine davon, die eigentlich ziemlich plausibel klingt, ist, dass... man sieht ja hier immer Isaacs Familie und so, und da war auf einmal Maggie dabei, also seine Schwester. Also man geht davon aus, es war seine Schwester. Und man hat auch die Mutter gesehen, wie sie mit der Schwester ja lacht und alleine auf dem Foto ist. Und viele gehen davon aus, dass Isaac seine Schwester ermordet hat, also Maggie, weil er eifersüchtig auf sie war und jetzt sich selbst als Sünder ansieht. Und das hat auch, das begründen die auch damit, das finde ich, ja, das finde ich schon irgendwie cool, dass sie auf sowas kommen, aber Maggie hat ja viele Herzen. Die begründen das auch damit, dass, ja, je mehr Herzen die Charaktere haben,
desto stärker ist die Liebe von Isaac zu denen. Also Maggie hat 4 Herzen. Es gibt auch irgendwie Begründungen, warum Cain nur 2 hat, Judas nur 1. Ist klar, weil Judas ein Verräter ist. Eve, ja, es müsste ich mal durchlesen. Da steht alles auf dem Wiki, glaube ich. Ja, Isaac hat eben Maggie umgebracht, weil er eifersüchtig war. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat ja auch die Mutter gesehen, wie sie ihn dann umbringen will. Schließlich, vielleicht hat sie es rausgefunden und Isaac erstickt sich ja dann selbst am Ende in der Truhe, weil er, ja, er begeht Selbstmord, weil er wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Sünde leben kann. Und auch, weil Maggie so langsam ist, soll auch darstellen, dass er nicht will, dass sie geht, weil sie eben so langsam ist. Ja, Eine andere Theorie ist auch, dass, das Mädchen auf dem Bild gar nicht Maggie ist, sondern Isaac in Verkleidung. Dass er praktisch seine Schwester sein wollte, weil er eben eifersüchtig ist. Das ist auch, es kommt das Gleiche hinaus, aber ist anders, ja, in Szene gesetzt. Tja, schon interessant, oder? Müsst ihr euch mal durchlesen. Binding of Isaac ist ein sehr tiefgründiges Spiel, auch wenn man das nicht glauben mag, aber schon sehr interessant alles. Ja, damit würde ich sagen... Oh, eine Info habe ich noch, was relativ krank ist. Ihr kennt ja alle den Boss Gurdy, oder? Übrigens, der ist weiblich. Der wurde bestätigt, dass er weiblich ist. Gurdy ist weiblich. Okay. Da fuck. Naja, egal. Das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist... eigentlich sollte Gurdy aus toten Kindern bestehen. Aus toten Kindern? What the fuck, Team Meat? Aber es besteht jetzt auch aus diesem Gedärmen-Zeug. Soll auch irgendwas Symbolisches sein, aber, also, die toten Kinder. Aber da dachte sich Team Meat, ja, ist schon ein bisschen zu heftig, also, das wäre dann schon arg verstörend, deswegen haben sie es nicht gemacht. Steht auch alles auf dem Wiki. Ich finde das immer zufällig eigentlich, ich lese da nicht besonders zielstrebig danach, aber müsst ihr, das sind echt interessante Sachen. Nur so als Hinweis. Also Leute, bis zum nächsten Mal bei The Binding of Isaac. Vielleicht machen wir auch irgendwann die Challenges hier, mal schauen. Also bis dann, ciao!